komm schon! Ah, und wieder habe ich einen Kill bekommen und wurde selber weggeburstet. Damn it! Yeah! Buddy! Seid ganz herzlich willkommen, ihr Lieben, hier bei Povrot TV. Mein Name ist wie immer P-O-W-R-O-T. Ganz kurz, Povrot. So, heute mit Ari in der Mitte. Natürlich wieder mit Leuten aus der Community. Mir fällt auch auf, also ich spiele sowieso nicht mehr alleine. Alleine ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Ja, das muss daran liegen, dass diese Community so aktiv ist und immer irgendwer inzwischen da ist im Chat. Auch bei Facebook poste ich immer mal News. Schaut auf jeden Fall rein. Povrot TV. I know what they desire. So, und wir sind natürlich schon voll. Also wir sind fünf Community-Player gegen fünf Randoms. Und jetzt hat mich hier noch jemand gefragt, kann ich mitspielen? Ich habe gesagt, nächstes Game und ich habe es leider vergessen. Sorry, XX, fuck Prox, XX. Okay, ich spiele ein Normal. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Wenn ich es vergessen sollte, schreib's in die Comments. So, was haben wir sonst? Einen Timo, einen Twitch, einen Ramos. Einen Ramos, der mit Homeguard und mit Homeguard Teleport auf jeden Fall den ein oder anderen richtig geilen Gang starten will. Und ja, Ari ohne Skin. Falls wieder die Frage kommen sollte, Povrot, welcher Skin gefällt dir da am besten? Dann auf jeden Fall Foxfire Ari. Als die rauskam, süßes Füßchen. So, und ich spiele gegen LeBlanc. LeBlanc, ein ganz, ganz gefürchteter One-Shooter. Also die kann sogar schon im Early extrem viel Druck aufbauen. Glücklicherweise habe ich mit Ari auch ziemlich viel Range. Und LeBlanc ist sehr squishy. Ah, falschen Minion angegriffen, alles klar. So, go, 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 go. My friend mit Ari. Lohnt es sich durchaus ein bisschen zu pushen? Bei Ari ist es nämlich so, dass sie, wenn sie vernünftig gepusht hat, natürlich dem Gegner so ein bisschen CS verwehrt. So, und wir müssen jetzt... Oh, LeBlanc ist jetzt auch Level 2. Und eine Level 2 LeBlanc ist eigentlich sehr gefährlich. Und sie hat... Ich muss jetzt mal schauen. Oh! Nein, gib ihr nicht den ersten Kill! Gib ihr nicht den ersten Kill! Wieso First Blood? Okay, Herausforderung für Povrot. Und sie auch noch gleich mit Blue unterwegs. Kann mich also jetzt massiv ärgern. Ja, ich bin jetzt auch Level 3. Sie ist noch Level 2. Krieg ich noch diesen Minion? Habe ich nicht bekommen. Und in der Botlane haben wir auch schon ziemlich viel Action. 1-2. Alles noch im grünen Bereich. Zum Glück, wie gesagt, mit Ari bin ich mit genug Range unterwegs. Aber LeBlanc, oh, sie will mich hier schon mal ein bisschen zonen. Das ist eklig. LeBlanc so früh hier schon mit Level, nicht mit Level unterwegs, sondern mit dem First Blood unterwegs und damit auch noch mit dem Blue. Ramos ist halt nicht so der typische Counter-Jungler. Und LeBlanc hat jetzt sogar ein bisschen mehr Farm als ich und ich kann einfach, ich kann nicht mehr vorbeikommen. Ich kann jetzt, hier, sie kann mich schön zonen. Sie ist jetzt Level 4, ich muss darauf vertrauen, dass sie natürlich ein bisschen Push hat. Schon push schneller, Baby. Schön. So. Ramos! Komm rum! Ey, was ist los? Er hat mir gepinkt, er kommt rum. Sie hat jetzt herrlich gepusht. Also wirklich herrlich. Ich muss echt aufpassen. Ich muss ganz, ganz vorsichtig sein.
Ja, Ramos, komm, schön von hinten hier. Oh, hat das jetzt? Der hat sie, der hat sie. Und da hab ich jetzt den Blue. Jetzt hab ich den Blue, Baby. Good job. Richtig toller Gank hier. Und das hat Ramos toll gemacht. Ich finde einfach, der Jungler sollte einmal kurz vorbeikommen. Wenn er so ein... Ja, wenn er der Lane quasi einen Nachteil beschert. Also, good job. Jetzt habe ich Blue. Jetzt kann ich schnell 5 machen. Und mit Level 5 wird natürlich Ahri nochmal richtig eklig. Und jetzt ist die Frage, ob ich mir hier vielleicht ein bisschen Magieresistenz gönne. Obwohl ich eigentlich auch Deathfire Grasp als richtig tolles Item für Ahri empfinde. Deathfire Grasp ist ziemlich Bombe, denn Ahri hat einen tollen Burst. Und mit Deathfire Grasp, wenn man es halt am Anfang direkt aktiviert, hat man einen extremen Vorteil. Also wirklich einen extremen Vorteil. Deathfire Grasp sorgt ja nicht nur dafür, dass der Gegner direkt bei der aktiven Leben verliert, sondern auch, dass die folgenden Fähigkeiten noch mehr Magieschaden machen. Und ja, so schlecht sieht es halt jetzt erstmal wieder gar nicht aus. Schön, ich habe mir hier ein bisschen Abklingzeitverringerung geholt. Ah! So, das ist jetzt hier ein ganz interessantes Spielchen. Und ich bin jetzt vor ihr Level 6. So, jetzt schmeiße ich mir doch, schnabuliere ich mir meine Tränke rein. Ich habe ja immer noch Blue, also generell sieht es doch gut aus. So, natürlich ist LeBlanc weiterhin richtig eklig. Ich muss auf jeden Fall meinen Charm treffen. Und ich habe genug Range. Ihr merkt das schon, mit dem Q kann ich sicher farmen. Kann ich schön hier gegen LeBlanc. Sie hat 34 Farm, ich 41. Also das läuft insgesamt. LeBlanc ist natürlich super, super, super mobil. Ahri mit Level 6 ist sehr mobil. Oh, direkter Silence, Baby. Hallo LeBlanc. Oh, ich komme. Ich komme. Der wahre Boss. Der wahre Boss möchte Pavarotti hier Blue geben. Ich komme, ich komme. Thanks, Baby. Nice. Und jetzt habe ich wieder meine Ulti. Sie ist Level 7. Sie hat jetzt auch Blue bekommen. Ja, das ist jetzt hier... Es ist jetzt hier eigentlich gerade so ein bisschen tricky. Wer haut zuerst den Burst raus? Hast du rausgehauen? Hallo LeBlanc. Ich traue mich nicht so ganz. Gegen LeBlanc ist das gar nicht so einfach. Ach, fuck. Jetzt habe ich den Charme geskillt. Oh. Sie kassiert schon ziemlich herrlich. Da lass sie mich nicht irritieren. Ich pushe einfach weiter. Ich habe ja auch Blue. Also kann ich es auch sehr leicht machen. LeBlanc ist immer noch da. Ja.
Hallo, ich pushe weiter. Und das Ding ist, auch wenn hier jetzt keine Kills fallen, ich hole mir den Farm. Ich kann mir mit Ari super schön, super sicher hier den Farm gönnen. Oh Mann, und LeBlanc ist immer noch da. Oh, schade, schade, schade. 4 zu 6. Nope, nope, nope. Da habe ich die falsche getroffen. Aber Ulti immer noch da. Und das ist, denke ich, hier ganz, ganz wichtig, damit ich mobil bleibe, damit ich für LeBlanc auch sehr gefährlich bleibe vor allen Dingen. Und ich kann hier weiter pushen. Sie muss jetzt ja irgendwann zurück. Ihre Passive hat sie jetzt ja schon zum wiederholten Male quasi gerettet. Und wie sieht es jetzt hier aus? Jetzt ist sie denn? Och, was mache ich? So, jetzt muss ich eigentlich auch gleich zurück, wa? Oh, Umi! Da war ich Umi! Und ja, ich hole jetzt nur noch das Beste aus dieser Minion Wave raus. Shall we? Ja, gut. Ich flashe lieber zur Sicherheit. Sterben will ich nicht. Und los geht's. Also jetzt hier Deathfire Grasp. Und ich bin schon relativ nah dran. Hol mir jetzt tatsächlich nochmal einen Trank zur Sicherheit. Ja, setz mal ein Ward vor Wort. Ramos ist schnell, aber da nicht schnell genug. LeBlanc hat ja, glaube ich, 2, sogar 3 Gap-Closer. Sie kann ja irgendwie wie eine Verrückte hin und her jumpen. Oh, schön. Schön, da hat Ramos zwar noch Teleport eingesetzt. Ich pushe weiter, ich pushe. Ich pushe und jetzt müsste ich den Tower haben. Oh, herrlich. LeBlanc hat hier ihre Sicherheit jetzt nicht mehr. Den Safety Tower. Oh, und jetzt geht das mit Ari schon ziemlich, ziemlich geschmeidig. Ari hat einen richtig tollen Wave Clear. So, und direkt wieder der Blue für mich. Und 5 zu 7, das ist insgesamt in Ordnung. Nidalee. Ah, die spielen so eine AD-Nidalee? Geschichte. Ah, die haben sonst kein ADC. Ja, noch weiter aus der Range raus. So, thanks, Bro. Und weiter geht's. 91 Farm für mich. Und auch Timo hat... Also insgesamt machen alle unsere Lanes farmmäßig einen ziemlich schönen Job. Ach du Heiliges. Komm schon! No! No, 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 no! Zu viel Bursti! Zu viel Bursti! Was? Weg, weg, weg! Weg! Oh no! Wieso? Ramos, please! So unnötig nach dem First Blood. Jetzt schon der nächste Kill! Und da ist Timo. Kann das reichen? Nein, das Gift. Da passiert nichts. Das Gift wird erst aktiviert, nachdem noch ein Auto-Attack kommt. Oh. How tempting. Ich dachte, da kommt schon der nächste Kill jetzt. Also, jetzt bin ich einmal gestorben. Und LeBlanc hat trotzdem schon 3 Kills.
Ja, und wenn es von Anfang an ausgeglichen gewesen wäre, dann glaube ich, hätte ich sie noch besser bekommen. Und ich brauche definitiv die Ulti. Bei LeBlanc ist es so, sie hat ja ständig ihren Gap Closer. Und ich habe den halt mit der Ulti. Dafür aber richtig tollen Burst. Und vor allem jetzt mit der Fire Grasp. Hin und her getänzelt à la Ari. Oh, war Wukong nicht? Wukong ist auch noch da? So, jetzt roomt Papa mal. Oh yeah! Oh yeah! Und jetzt vielleicht noch die LeBlanc! Okay, die kriegen wir nicht mehr. Aber ein Support und ein Kill abgestaubt. Und dafür hat sich das doch schon mal definitiv gelohnt. Dadurch gleich natürlich der Botlane ein bisschen ausgeholfen. Und jetzt könnten wir vielleicht zusammen ein bisschen Tower pushen. Schön, 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 komm. Ich glaube, wir kriegen den Tower. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Da hätten wir einfach den Tower machen müssen. Und dann hätten wir eigentlich Attacke machen können. Twitch hier schön unsichtbar unterwegs. So, hier herrlich Magiedurchdringungsschuhe und... Oh, Voidstuff. Voidstuff, tolles Item. Wenn ich alle meine Tränke verkaufe, kann ich mir hier. Ja, wo bin ich? So. Genau. Oh, jetzt kommt Rammus! Und er gankt toll. Er gankt toll. Er ist schön durch die Minions durchgegangen. Herrlich. Und Blitzcrank, genau. Zieht ihn jetzt nicht mehr. Also, alles passt. 10 zu 11. Ich habe aber das Gefühl, und wenn ich hier auch vom Farm gucke und von den Towern, wie viele wir schon haben. Und jetzt, wenn wir noch Drake kriegen würden. Das läuft gut. Oh, ich komme. Sie werden uns niemals stoppen können. Schön, und jetzt noch der Taunt von Rammus, der ist OP. Rampage. Schön. Leona hinten rum. Und das Geile ist, wer das vielleicht nicht weiß, bei den Fähigkeiten von Ari ist es so, der Ball, wenn er erstmal in die eine Richtung geht, also zum Gegner hin, dann macht er Magic Damage. Und schon wieder hat LeBlanc einen Kill bekommen. So, also in die eine Richtung macht er Magic Damage und wenn er zurückkommt, macht er aber denselben Wert, nur nicht mehr Magic Damage, sondern True Damage. Das heißt eigentlich, dieser rückwärtige Ball ist noch um einiges stärker. Oh schön, Teemo zeigt hier bereits seine Map-Präsenz. Oh. Ein bisschen weak. Shall we? Hallo LeBlanc. Ich mach hier schön Ärger. Don't hold back. Oh, herrlich!
muss mit TP. Aber trotzdem nicht schlecht, die Aktion. Oh! Schnell weg! Und dafür ist Ari gut! Gap closer, Supi! Haha, und davon hat sie einige! Komm schon! Nein! Komm schon, komm schon, komm schon! Komm schon! Das reicht nicht! Das reicht nicht! So close! Okay, aber sie haben mich zu zweit verfolgt. Und immerhin kam dann Timo. Und er kann ja noch Blitzcrank wegschnabulenzeln! Okay, alles in Ordnung, alles gut gelaufen. Und ja, weiter geht's einfach mit Void Stuff. Und danach, denke ich, Stundenglas. Ja, Wukong konnte ich nicht wegbursten. Oh, ich kann mir sogar noch... Ich kaufe mir Homeguard Boots, komm rum. Machen wir es mal so. Ja, Wukong konnte ich nicht wegbursten, hat mich eigentlich ein bisschen überrascht. Und dabei ist er eigentlich noch relativ squishy. Gut, seine Schuhe. Seine Schuhe haben ihm ein bisschen geholfen. Aber 233 Ari, 130 Farm. LeBlanc 106, sie hat ihre 4 Kills. Oh, 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 oh. Ah! Jetzt wird LeBlanc noch jumpen. Ah, sie ist noch durch den nächsten Pilz. Timo hat das Geilo. Oh Mann, ich bin langsam auf dem Weg, aber echt langsam. Ne. Mr. Pilz. Und LeBlanc ist auch noch gestorben. Geilo. So, der Wukong, der war da hinten irgendwo am Machen. Und Ramos hat ihn. Hat er ihn? Kriegt er ihn alleine? Ah, hier. Komm, taunt ihn nochmal, Baby. Wuhuhu! Jetzt 16 zu 13. Das heißt, es läuft. Es läuft. Wie gesagt, wir hatten ein bisschen mehr Gold. Und jetzt dreht sich der Spieß so langsam um. Und auch die Botlane hat wieder einen Kill geholt. Saubere Sache. Community OP. Legt euch nicht mit der Community an. Oh, und jetzt können wir hier wahrscheinlich noch den Tower holen. Oh yeah, da kassierst du, Baby. Da kassierst. Siehst du die Pillars von Timo? Nee. Nee. Komm schon! Und einen Jump habe ich noch for free und der geht hier rein. So, schön wieder aus der Gefahrenzone raus. Ja, mein Deathfire Grasp wurde aktiviert, hat mir aber nicht den Kill gegeben. Und ich habe kein Problem. Hallo. Ja, da ist der Spaß auch schon mal raus. Und weiter geht's. Ari macht Druck. Schön Druck in der Mitte. Und ich sag's ja, Ari hat einen tollen Wave Clear. Und da geht's jetzt weiter. Oh, sie laufen durch die ganzen Pillars. Und der nächste Tower, der Inner Turret in der Mitte ist gefallen und das ist halt die kürzeste Lane. Deshalb spielt man ja auch AP Mitte dort. Nee, nee, Blue kriegst du nicht, mein Freund, den nehme ich selber. GG, thanks!
Thanks. So, und ich kann jetzt richtig schön dick shoppen. Und dann kaufe ich mir, ja, einfach erstmal Voidy Stuffy. Und... Und. Ja. Das dicke Hütele? Nee, auf jeden Fall hier Stundenglas. Aber erstmal, wenn ich ihn mir schon leisten kann, dann den unnötig langen Stab. Needlessly low, large rod. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich auf Deutsch unnötig großer Stab oder so heißt. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wenn es anders ist. Und 338 Ari, also mehr Supports als Kills hier eigentlich ein bisschen ungewöhnlich für eine Ari. Komm schon, Ramos! Kriegst du irgendwen? Nein! Da jumpt sogar die LeBlanc gerade weg. Aber wir sind jetzt hier gebündelt. Oh yeah! Und da gehört uns der Tower! Oh yeah, Buddy! Das Team ist einfach gerade so geil unterwegs. Alles schön zusammen. 30 Sekunden bis zur Ari-Ulti wieder. Soll sie doch hier ins Bild frisch machen. Wir haben inzwischen Innet. Das ist geil. Die hinteren Caster-Minions kriegt man alle weg. Ach du Heiliges! Komm schon! Oh, Ari! Mach ein bisschen Damage! Komm schon, Ramos! Jetzt kommt auch Leona, Timo ist auch da! Und das passt! Ah, da ist LeBlanc! Aber Ramos hat sie, Ramos hat hier Nidalee! Nidalee ist ultra schnell, aber ich glaube, beim Ramos kann die... Entkommen? Nee. Wusste. Er hat keinen Taunt! Komm schon, Leute! Ei, nein! Und jetzt ist Twitch da! Und Twitch schnetzelt! Wunderbar! Good job, Team! Mal wieder! Oh, Ari ist richtig klasse! Ich muss zugeben, man kann sie definitiv also besser spielen. Ich spiele Ari sehr selten bis fast nie. Und, aber um es euch natürlich zu zeigen, wie viel Spaß Ari machen kann und diese Ulti. Die Ulti ist echt ein Kracher. 3 Gap Closer in kurzer Zeit und jeder davon macht Schaden. Das ist wie so eine Kassadin-Ulti. Nur noch ein Ticken schneller. Ich glaube, naja, viel mehr Schaden wird das nicht machen. Aber in dieser Phase, wo Ari ihre Ulti abhat, in der Phase ist sie richtig gefährlich. Hat sie richtig dickes Burst-Potenzial. Ja, und die Gegner müssen deffen. Komm schon! Ah, und wieder habe ich einen Kill bekommen und wurde selber weggeburstet. Damn it! Okay, jetzt habe ich aber noch mein Stundenglas. Vielleicht kann ich da noch mal ein bisschen was ausspielen. Aber habt ihr diesen Schaden gesehen? Deathfire Grasp und danach die Fähigkeiten. Böse. Ganz, ganz, ganz böse. So, 5 Deaths für mich. 187 Farm. Also vom Farm her haben wir hier 3 Leute. Und das sind sogar die der Carry, der Toplaner und hier der Midlaner. Und jeder von uns hat mehr Farm als...
den Gegnern. Ja. Jeder von uns mit mehr Farm unterwegs. Also da merkt man einfach auch schon, dass so vom Spielerischen so eine kleine Dominanz einfach da ist, die wir hier jetzt auch geschickt ausspielen. Also dann zeigt sich das einfach in den Teamfights, im Positioning, wie man sich groupt. Und ja, zugegebenermaßen, ich gehe hier ein bisschen Assassin-mäßig mit dem Kopf voran quasi, mit dem Kopf durch die Wand. Ulti Level 3? 150, 250 Damage? Und wieder versuche ich hier irgendwo eine kleine Solo Assassin Action. Don't hold back. Oh, yeah, buddy! Jetzt hat's wunderbar funktioniert! Und so muss es sein. Ahri Assassin mit Deathfire Grasp. Also Deathfire Grasp muss definitiv sein, damit man dieses Burst-Potenzial, das sie hat, einfach nochmal richtig schön verstärkt. Wie viel Schaden macht denn das mehr? 20% mehr Schaden. Das ist schon viel. Das ist ja bei 4 Spells, bei 5 Spells 100%. Als Magic Damage. Naja, ich push jetzt hier erstmal. Schöner Wave Clear, wie erwähnt. Ja, und wie sieht's jetzt aus? Oh, der Tower ist schon so low. Okay, alles verhauen. Die Fähigkeiten komplett verhauen. Wie gesagt, ich spiele Ahri nicht so ultra oft. Merkt man vielleicht ein bisschen. Aber um sie euch zu zeigen, wieso nicht? Jetzt das Hütele. Ist schön. Hab mich gerade noch entscheiden wollen, warte ich jetzt auf den langen Stab oder nicht. Aber mit dem Drake hat's easy gereicht. Und gucken wir doch mal. Hier geht's weiter. Ramos fast, nicht fast genug. Wie viele Kills hat denn schon die LeBlanc? Oh, ihre 10. Deutlich weniger Farm als der Rest von uns zwar, wobei auch im gegnerischen Team. Die Nidalee. Die Nidalee ist richtig gut unterwegs, spielt hier eine ADC-Nidalee. Ist allerdings dafür auch richtig squishy. Und Timo macht's wieder super. Timo macht's super. Fokust hier richtig, jetzt kann er hier noch Coupon, denke ich, wegschnabulenzen. Kriegt er hin. Wunderbar. Good job. Good job, Team. LeBlanc will hier auch noch wen von hinten wegschnapseln. Schafft sie nicht. Komm mal. Special Bite. Jetzt kann ich kurz wieder zurück. Hab meine Homeguard Boots, bin also wieder schnell im Geschehen. Und die Nidalee. Die Nidalee ist der einzige Gegner. Oh, der noch so ein bisschen Sorgen macht. Also es gilt definitiv hier Nidalee auszuschalten. Ja, Twitch und Leona können das aber packen. Ah, Closilicious. Ja,
So, und ich push jetzt hier wieder die Lane, denn ich habe gesehen, dieser Tower ist schon so low gewesen vorhin. Ich wurde da aber aufgehalten, beziehungsweise, ja, von Nidalee getötet. How tempting. Mit der Ulti bin ich schnell wieder weg, wenn ich weg muss. No one will stand in my way. So, so langsam müssten die ahnen, wo ich... dass ich hier pushe. It's too late for mercy. Don't hold back. Komm schon! Oh no, Shen rettet sie! Shen will sie retten! Oh, und Leonas Ulti so spät! So spät, ich weiß jetzt nicht, ob sie die gerade schon abhatte. Schön, es wird aber geregelt. Nein, die ist genau in dem Moment gekommen. Ja, das ist natürlich wahnsinnig schlechtes Timing dann sozusagen gewesen. Kann man nichts machen. Oh. Teemo sorgt für Ärger. Oh. Und stirbt. Wird bestraft von Nidalee direkt. 11-4 Nidalee. 231 Farm. Oh, die macht das tiptop. So, Ahri wieder on the road. Und wir haben uns jetzt, ich glaube, wir hatten noch keinen einzigen vernünftigen Teamfight. Wir müssten die Teamfights aber eigentlich relativ sicher gewinnen mit 11 Kills Vorsprung. Wie sieht's aus, LeBlanc gegen Twitch? Der macht's. Der macht's. So, auch hier gehört der Inner Turret uns. Einfach nur sie ausschalten und mit Deathfire Grasp. Dafür braucht man es einfach. Deathfire Grasp entscheidet solche Fights komplett. Denn nachdem dieser Proc kommt, kassieren die wie verrückt. Hallo. Und jetzt habe ich Blue und Red. Baron ist eigentlich eine ganz geile Idee. Oh, Teemos Pilze. Komm schon! Nein! Nein! Und Teemo hat auch noch den Kill bekommen, weil es so schön runtergetickert ist. Oh! Oh, Teemo kommt! Teemo on the road! Und... ah, der Falsche! Wie viel HP hatten schon Teemo? 623. Leck mich an die Nüsse. Und als letztes... ich habe eine Ahri gesehen, die mit Rios Crystal-Zepter gar nicht schlecht ist. Deshalb werde ich das jetzt auch bauen. Gibt einem ja auf jeden Fall mit ein paar mehr Leben deutlich mehr Tankiness, dass ich nicht so schnell weggeburstet werde. An enemy has been slain. Oh, Ramos geht hier rein. Hopp. Home Guard OP. Zack. So geil. Oh, Twitch hat einen Attack Speed, der auch nicht normal ist. Jetzt kommen wir noch. Good
Job. Na, ich denke, jetzt können wir es eigentlich beenden. Ja. Okay, ich kann mir, glaube ich, keinen mehr wegschnapseln hier. Okay, und Minions beendet. Also, Ari in der Mitte, toller Champion. Und spielt sie einfach selber, lernt sie ein bisschen besser. Ich habe sie jetzt, glaube ich, monatelang nicht mehr gespielt. Aber nichtsdestotrotz, diese drei Gap-Closer mit der Ulti sind einfach der Wahnsinn. Gegner können nicht escapen. Oder ihr könnt halt easy escapen. Und das war's von mir, Leute. Ich bin euer Povrot. Bis zum nächsten Mal. GG.